Recht herzlich willkommen zur Folge 141 von Towns. Ja, laden wir unseren Spielstand und dann schauen wir mal rein, ne? Ja, der Michael hat geschrieben, dass ja alles so ein bisschen wuppt. Das ist ja auch prima und dass wir mal gucken, dass wir jetzt vielleicht wieder eine Welle Neuankömmlinge kriegen, eins oder zwei. Ja, dafür müssen wir natürlich zusehen, dass wir erstmal hier schneller laufen lassen und zweitens keine Jobs mehr haben, obwohl ich dieses technisch da gerade noch machen wollte, dass wir da noch ein bisschen Dach drauf machen, weil dann ist es zu. Aber dann werden wir auch gucken, dass wir nicht mehr so viel machen, ne? Gut, okay, das wird noch fertig. Was macht er hier? Erntet hoffentlich, ne? Ja, sieht so aus. Oder pinkelt er dahin? Das könnte auch sein. Nein, er hat wohl was geerntet, oder? Jetzt sehe ich aber nicht, wo er es hingelegt hat. Oder das gleich mitgenommen. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, die legen das gar nicht mehr hin. Die haben so einen Kohldampf, die backen gleich durch. Ah, ne, da hat jemand jetzt was hingelegt. Gut, okay. Da ist aber auch Essen da. Verhungern tun sie nicht. Den Scaffold hier haben wir wohl weggemacht. Das passt dann auch, aber das hat noch keiner gemacht. Wie sieht's hier aus? Oh, ich glaube, da ist gerade eine Lampe hingehangen worden. Das sieht ja jetzt etwas eigenartig hier aus. Eine. Gut, aber da können wir. Ne, nicht destroy. Auch nicht unlock. Hier, da müssen wir Delete Scaffold machen. Der ist weg, dann kann der auch weg. Es ist ja interessant. Das ist, glaube ich, wenn zwei nebeneinander sind, ein anderer Halter. Kann das sein oder täuscht das nur? Ah, ich sehe schon, die eine Lampe hängt falsch rum, wa? Die hängt gleich in der Luft. Ich bin gespannt, wenn der weg ist, ob sich das ändert oder. Weil der hängt nach rechts, ne? Aber ich glaube, drehen konnte ich die nicht. Und da wollten wir gucken, dass wir sehen, wie sie da hingehangen wird. Und da auch. Aber da ist jetzt gar keine ausgewählt, oder? Na, schauen wir mal. Dekoration, Licht, Lampen. Diese. Ne, auswählen kann ich die nicht, wo die hingehangen wird. Ja, da bin ich immer gespannt, was damit passiert oder auch nicht passiert, ne? Da geht natürlich keine hin, ne? Man muss ja so ein Ding da bauen, damit man da oben das hinmachen kann. Genau so ist es. Okay, dann wissen wir das auch. Einmal hier so ein Ding da dann da drauf gesetzt auf die hinteren. Weil, oh nee, so viel nicht. Da einen drauf und der deleten wir. Gut, der kann weg. Da muss noch eine Lampe hin. Die haben wir jetzt aber auch ausgewählt. Und da müssen wir gucken, dass die richtig dann dahin kommt. Wenn der weg ist, ob das dann klappt, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Hier ist gleich zu, das ist schön. Da fehlt eine Tür. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Wir werden jetzt mal sehen. Es wird wohl auch Indoor gebaut. Ist nur die Frage, ob auch abgebaut wird, ne? Also, es ist ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, dass das klappt. Da läuft einer mit dem Stein hoch. Okay, den hat er da wohl eingebaut, oder? Wie sieht's ganz oben eigentlich aus? Da wird noch Dach gebaut. Das ist auch noch nicht so weit. Jo, fallentechnisch haben wir natürlich hier noch Riesenaufgaben gemacht. Da fehlt noch eine Bambu-Falle. Okay, das ist da. Das ist auch da. Ach so, ja, die können jetzt momentan uns von da aus auch her stürmen. Ah, nein, wir wollen. Wir müssten aber das machen, oder? Komm, Steine bauen tun die schnell, oder? Ja, komm, machen wir auch noch. Ist nur die Frage, wie weit wir hier vorne da passend kommen. Gut, die Lampe hängt auch, das heißt, deleten wir den. Und da muss noch eine gebaut werden. So, das ist jetzt alles gleich weg. Und die Lampe hängt komisch in der Luft. Schicksal. Können wir jetzt auch nicht ändern, ne? Keine Ahnung, warum das so ist. Pech gehabt. Gut, die hängt ja, der ist weg, dann können wir den auch wegmachen. Das ist dann die schöne Ausleuchtung, damit wir sofort die Feinde im Keller sehen, ne? Hier fehlt es noch ein bisschen, obwohl ich glaube, einer ist da schon mehr gekommen. Keine Holzfäller da, oder wie? Die Lampe sitzt natürlich immer noch da. Ne, mein Ladder wollte ich nicht machen.
Ja, gehen wir mal in die passende Etage. Vielleicht schaffen wir es dann auch mit dem Auswählen, ne? Ja, ich glaube, die kriegen die da nicht weg, weil da unten irgendwas. Till dirt. Na komm, das machen wir als erstes. Und jetzt geht nichts mehr. Ich glaube, die Lampe kriege ich da nicht mehr weg. Vielleicht sollten wir da was reinstopfen. Komm, probieren wir mal. Sieht nicht gut aus, oder? Weiß ich nicht, ob er das jetzt macht oder nicht. So ein Experiment für sich. Okay, Dach ist noch nicht. Hier oben geht's auch nicht weiter. Steintechnisch ist das alles okay. Hier ist zu. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das Getreide auch geerntet wird. Aber da in der Ecke ist was weg, das passt also. Jetzt wird hier gerade gemacht. Okay. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Was hier? Hä? Das ist aber ein komischer Würfel, hä? Der sieht ja ganz anders aus wie die anderen, ne? Wir sind auf der passenden Ebene. Okay. Wo laufen die denn jetzt lang, um die Steine dahin zu bringen? Hier oder was? Ah, da. Nee, da geht nicht, weil da würden sie da lang gehen. Und ich verhungert da nicht klar, einer. Schauen wir mal. Da kommt noch ein Stein. Der ist da reingebaut worden, auch gut. Und die wollten da gerade durch und der den Stein eingesetzt, da konnten sie nicht mehr. Wie sieht's denn mit Steinen aus? Haben wir hier noch was auf Lager? Nö. Kann sein, dass wir unten keine mehr haben. Ist hier irgendwo was ausgewählt? Hier unten gibt es noch welche. Da liegen auch noch welche. So ist nicht. Also ich, da sind auch noch welche. Nee, nee, ich mache jetzt keine neuen. Dann haben wir. Ach, hier ist noch reichlich dann. Oh, dahinter ist noch eine Ecke frei. Hier geht's doch noch durch, wa? Naja. Sehen wir dann. Gucken wir nochmal nach, wie weit die Mauer ist. Noch ein höher. Fehlen noch 4 Steine da. Wie ist die Lampe? Fehlt noch. Wer weiß, was die da alle holen. Ja, okay, wir müssen dann auch gucken, dass wir das hier eingemeinden, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dass wir es das in unserer Burg haben und einen Eingang hierhin haben, weil die laufen jetzt alle da hinten rum, um dann zu ernten oder sowas. Und auch hier mit dem Holz, das sind alles weite Wege jetzt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Mauer rundrum verbessern. Ja, hier hat man ja das Ziel, einen Graben nachher zu haben, anstatt eine Mauer. Ob das funktioniert, weiß ich aber nicht. Da kommt, glaube ich, ein Stein, oder? Jupp, dann fehlt nur noch einer. Und der, der den letzten bringt, der bleibt oben auf der Mauer und kommt nicht wieder runter, wahrscheinlich, oder? Aber das werden wir ja sehen. Wo ist der mit dem letzten Stein? So, da kommt er. Mal gucken, was dann passiert. So, ach, der kann hier hinten runter. Alles klar. Klar ist das natürlich gut. Komm, den machen wir weg. Ups. So, da. So, und mein, nicht dick. So, das ist schon weg. Das ist schon mal gut. Dann dürfte eigentlich auch keiner mehr da hochkommen. Gut, das ist jetzt erstmal da ein Weg drumrum. So, da haben wir noch ganz viele Holzfallen, die gebaut werden müssen. Und sonst, das war zu. Hier im Erdgeschoss ist sonst, glaube ich, nichts. Dann das Dach. Da ist schon was gemacht worden. Das sind auch nicht mehr viele Stellen. Und hier oben
Haben wir noch eine Tür, zwei Türen? Was ist das? Auch noch eine Tür, drei Türen. Holztechnisch muss dann gemacht werden. Hier auch noch. Die Lampe ist da, dann kann der auch weg. Hier fehlt es aber noch dran. Ach, da ist gar keine ausgewählt, keine Lampe. Das heißt, das machen wir später. Jetzt warten wir erst, dass wir hier unsere Happiness hochkriegen. Werden wir die natürlich nicht hochkriegen. Wir haben Angriff. Spinnen, drei Stück. Okay, das werden wir überleben. Die werden wir ratzfatz kaputt machen, denke ich. Gut, Grabsteine sind noch da. Beziehungsweise Grabstätten sind noch da. Bambu wächst gerade. Einer liegt da. Da wird gerade wieder geerntet, in Anführungsstrichen. Wo laufen die denn da alle hin? Ah, die holen hier bestimmt das Essen weg, oder was? Oh. Was sind das für Löcher und das für Löcher? Fällt der Sumpf ein? Das habe ich doch nicht gemacht, oder? Ha? Was ist das? Das sind doch nicht Löcher von mir, oder? Ist hier runter irgendwo eine Mine, die das verursachen könnte? Nein. Das ist komisch. Das habe ich aber nicht gemacht, diese Löcher hier, oder? Hat nichts mit mir zu tun. Da auch und da auch und da auch. Ist das irgendwie Treibsand oder so? Schon eigenartig. Das Loch haben wir gestopft, aber... Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das ist ja interessant. Wo laufen die denn lang? Da? Aber da liefen noch eben welche da hinten rum, oder? Habe ich mich nur verschaut. Laufen alle hier vorne. Nee, da war einer da lang gelaufen. Was holt der hier hinten? Äpfel? Nein. Ist der irgendwo ein Eingang? Nein. Komisch, eigenartig. Ja, die läuft jetzt auch da lang, aber die läuft hier runter. Komische Wegfindung. Okay, passt schon. Okay, hier sind noch ein paar Löcher im Dach. Wie weit sind die Löcher? Hier kann man leider nicht sehen, doch ist auch ausgewählt. Sind die alle? Kann also gemacht werden. Es wird aber gerade nicht gerade viel Holz abgebaut, oder? Sehe ich das falsch? Oder ist hier oben schon was? Ne, da oben ist auch was zugange. Die Türen sind noch nicht gemacht. Hier passiert auch nichts. Da ist schon die vierte Falle fertig, die da steht. Da sind jetzt vier. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Hier kommt dann noch eine hin. Okay, die sind natürlich alle beschäftigt. Ich gehe aber mal eher davon aus, dass die mit Essen beschäftigt sind. Wie sieht's denn hier aus? 12. Brauchen 50. Okay, hier wird abgebaut. Gut, okay. Was machen die da in der Ecke? Ach, da ist ein Dingens Point. Ein, sag schon, Patrouillenpoint. Punkt. Da passiert jetzt gerade nichts. Ja, ich bin jetzt dazu geneigt, das hier, gehen wir mal auf der richtigen Ebene, hier mal wegzumachen. Dass nur so ein paar da sind. Ich weiß ja nicht, wie ewig das dauern wird. Komm, machen wir hier auch noch ein paar weg. So, dann sehen wir, wo es lang muss. Weil die Dinger zu bauen, dauert ja wohl auch eine Ewigkeit. Hier muss erstmal geerntet werden, um dass wir das kriegen. Sind wir hier oben fertig? Ja. Okay. Schafe haben wir immer noch nicht. Viecher, andere haben wir genug. Aber wachsen tun die groß nicht, ne? Da ist ein Schweinchen über. Ich glaube, sonst ist nirgends doch, da ist auch noch eins über. Gut, okay. Da hat einer Holz geholt. Eigentlich sieht's alles prima aus.
Da sind noch 1, 2, 3 Stellen. Dann ist das Dach zu. Die Türen kommen noch nicht. Das Dach ist aber schon wieder weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen, 7 Stellen da oben. Gut. 7 plus 3 macht 10 mal Holz. Plus Türen. 3 Türen. 10 mal Dach, 3 mal Türen. Wie sieht es hier drin aus? Wächst. Kommt gerade einer und erntet. Wo legt denn der das hin? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Der legt es direkt in Türeingang hin. Okay, ist ja gar nicht mal verkehrt, dass er es hier hinlegt. Für den nächsten ist das dann ein kurzer Weg, anstatt dass es irgendwo hinten rumliegt. Ist dann zu überlegen, ob wir dann eine Tür reinmachen oder nicht, ne? Hier war eine Baumstammfalle, genauso wie da. Gut. Lassen wir noch ein bisschen laufen und gucken noch ein bisschen so. Hier ist schon wieder geerntet worden und ist auch weggeholt worden. Das heißt, es müsste ja gleich hier noch die letzte... Oh, da ist so ein Ding auch hingekommen. Aber noch nicht fertig. Ah, das wird hier vor Ort zusammengebaut oder was? Aha, sehr interessant. Da war jetzt keiner dran, ist ja fertig geworden in 2 Schritten. Okay, das ist aber auch fertig. Das heißt, Bambus brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil das war eine Baumstammfalle. Die funktioniert ja anders. Die war ja aus Holz nur, glaube ich, oder? War da noch was anderes bei Stein oder so? Gucken wir mal gerade. Das oberste war es. Ach, Knochen waren da noch gefragt. Aber das ist ja alles vor Ort. So, jetzt sollten sie aber auch langsam hier in der Richtung weitermachen, ne? Weil was anderes ist ja groß nicht mehr... Okay, hier sind noch 2 Löcher. 5, 6, 7, 8. Okay, die machen natürlich jetzt riesen Umwege wegen dem Holz. Sieht hier so aus, als ob dazwischen Moos wächst, ne? Zwischen der unteren Steinschicht und der oberen Steinschicht. Ist aber da, vielleicht weil es dunkel ist, nicht zu sehen, ne? Gut. Ist das die Kerzen, die das hier hell machen? Ich denke mal ja, ne? Das noch ein Punkt ist, wo man sagt, komm, wir brauchen mehr Beleuchtung hier. Da ist eine Kerze, das heißt, der Raum ist hell. Ist das positiv? Wirkt sich das auf die Happiness positiv aus, wenn wir Kerzen irgendwo hinstellen? In diesen dunklen Räumen? Da ist ein Stein, den keiner mehr braucht. Interessant. Ah, das ist wahrscheinlich ein Stein, den wir da unten hin machen wollten und der nicht ging. Was ist das denn hier? Humus on Grass. Sehr interessant. Tja. Jetzt können wir da was machen? Nö. Close Menü. Besser ist das. Gut, Essen wird gemacht. Was passiert hier? Drei gestiegen seit dem letzten Mal, wo ich geguckt habe. Vielleicht ist das auch positiv. Da war einer da hochgegangen, oder? Naja. Hier außen passiert jetzt nichts mehr an den Dingern. Die anderen sind alle mit Essen machen beschäftigt. Hier fehlen noch 4. Und da unten einer. Da holt wieder jemand. Ne, da wird geholzt. Holz geschlagen. Einer fehlt da. 4 fehlen da. Und wenn die 4 fertig sind, vom Dach her, dann haben wir eigentlich nur noch hier unseren Vorgarten, der gemacht werden muss, oder? Oh, hier kommt auch noch eine Falle hin. Sehr interessant. Ja, okay. Soll nicht so schlimm sein. Das werden wir auch noch hinkriegen. 1, 2 liegen da ja schon. Gut. Schicke Mauer, ne? Da wächst auch noch Bambu. Ich dachte, das wächst nur am Wasser. Warum ist das dann hier mitten im Berg? Naja, nicht schlimm. Jacqueline Duquesnay. Oder wie sie auch immer sich schimpft.
Ist hier was passiert? Ich glaube nicht, ne? Da nicht. Okay, die sind ja gar nicht mal so schlecht. Wenn die verlangsamt werden, die Gegner, dann kann man die auch besser treffen. Das ist natürlich für Pfeil und Bogen dann auch positiv eigentlich, ne? Vielleicht sollte man sowas hier hin machen. Müssen wir mal schauen. Aber zurzeit kommen ja keine Gegner. Die drei Spinnen, die da unten kamen, die haben wir gar nicht gesehen, wer die weggemacht hat, ne? Okay, das läuft. No Events. Oh, es werden Steine eingepackt, alles klar. Da sind die auch mit beschäftigt. Was macht's Dach? Das ist zu. Und das hier oben müsste dann ja auch weitergehen. Ah, da fehlen immer noch vier. Ist aber keiner hier drin. Doch, da, der. Der macht jetzt das erste Dach. Genau. Vielleicht ist es auch schon das zweite, keine Ahnung. Ne, eins, doch drei. Die schlüren gerade alle Steine, kann das sein? Ja. Okay, wenn der Vorrat dann voll ist, das müssen ja jeweils 10 sein, und dieses voll ist, dann ist das mit den Steinen ja schon mal erledigt. 11 haben wir da gerade. Okay, jetzt ist nur die Frage, aber es spielt keine Rolle, wenn unten keine Steine mehr sind, dann wird das Lager ja auch nicht gefüllt. In ein Fass gingen 10 rein. Okay, hier wird Essen gemacht, das ist auch gut so. Da liegt noch ein schönes Steak. Wir machen auch Essen, auch gut. 13 ist unsere Happiness. Den Scaffold will keiner deleten. Oben das Dach fertig. Nein, noch 2. Hier wird wieder geholzt. Da hat einer gerade eine Kuh geholt. Da wird gegessen. Auch gut. Da wird gekocht. 10, da sind schon 7, das heißt, da fehlen noch 5 und dann das Lager hier noch voll. Da geht gerade eine Dachspitze spazieren. Dann fehlt nur noch eine. Und für eine Dachspitze können wir mal gerade nachgucken, brauchen wir mehrmals Holz, ne? Oder? Ne, nur 1, okay, dann geht das ja relativ zügig. Was mit Essen hier drin? Nix. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch funktioniert. Da ist ein gebratenes Hähnchen. Ist aber auch schon weg. Oink, oink. Da sind Bananen. Ringe. Gut, okay. Steine kommen gerade. Nur 3 fehlen da. Oh, Burner. Steht jemand am Burner? Okay, die 7 lassen wir mal so, oder? Spiel ist in Pause. Wir haben einen Angriff. Und da sind 3 Diebe. Und weiterlaufen lassen. Nee, kann man nichts machen. Jetzt flitzen sie los. Mal gucken, wo sie hinflitzen. Ja, das war eine schlechte Wegfindung. Da sind sie und klauen hier den Zucker. Und da wird schon der erste angegriffen, oder was? Aber einer lief hier noch weiter. Wo ist der hin? Da kommt er. Jetzt müssen die hier in die Fallen reinlaufen, oder was? Sieht wohl so aus, wa? Hm. Ich gehe mal von aus, dieses war gerade das Geschrei von einem Gegner, den wir kaputt gemacht haben, oder? Ja. Gut. Einer fehlt noch. Voll. Voll. Das heißt,
12 Steine fehlen uns noch. Dach ist bestimmt fertig, oder? Ja. Türen fehlen noch. Fallen werden nicht weiter produziert, oder? Sieht nicht so aus. Ja. Licht fällt hier von der Tür rein. Schlechte Türen, wa? Wenn die zu sind und so viel Licht reinlassen. Ja, okay. Das heißt, hier fehlt es nur noch und an den drei Türen. Und dann sollten eigentlich unsere Happiness steigen. Ich bin jetzt echt in der Versuchung zu sagen, komm, wir brechen das alles ab. Aber machen wir ganz einfach so, ich lasse das jetzt, mache die Folge zu Ende. Der Michael wird mir bestimmt sagen, ob wir das abbrechen sollen oder nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Dann müsste ja, wenn diese drei Türen da weg sind und das weg ist, dann müsste ja angefangen werden mit steigender Happiness. Okay, dann speichern wir jetzt aber ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.